Willkommen bei einem weiteren Part von Watch Dogs Legion. Beim letzten Mal haben wir Douglas Pico kennengelernt und wir stehen gerade vor seinem Arbeitsgebäude, seinem ehemaligen. Und ja, wir gehen mal der ganzen Sache nach, weshalb er seinen Job verloren hat. Dann bekommen wir ihn nämlich auch zum Rekruten und danach geht es mit der Story weiter. Oi. Das Fortsetzen gesetzeswidriger Aktivitäten führt zur Verhaftung. Ich hab gedacht, dass das Wachen sind, aber es sind diese Dinger hier. Dann wollen wir uns mal beeilen. Wo müssen wir eigentlich hin? Ah, hier. Entsperren. Ich sehe gerade, ich muss mir nachher noch mal eine andere Maske zulegen. Die finde ich nicht ganz so toll, aber fürs Erste reicht es erstmal. Ach, da ist eine Wache. So, mal hier hoch. Machen wir mal scharf zur Sicherheit. Oh. Gib einfach auf! Von da kannst du deine Industriespionage vornehmen. Oh oh, scheiß Dreck. Ach du meine Güte, jetzt kommen ja alle auf einmal. Okay. Jetzt weiß ich ungefähr, wie lange man aushält. Du bist beim ehemaligen Arbeitgeber unserer Kontaktperson angekommen. Und abgesehen von einigen schwer bewaffneten Wachen, ist hier alles ausgestorben. Interessant. Ich glaube nicht, dass der Ersatz vor Ort ist. Sieh dich mal um, ob du rausfindest, wo der sein könnte. Position eines 1033. Anweisungen folgen. Okay, eben war das noch nicht. Wer zum Teufel hat den Alarm ausgelöst? Ich sehe mich besser um. Hier ist nichts. Suche woanders. Drohne, Suche ausführen. Ich gehe darüber. Es funktioniert, das wird fantastisch. Ja, ich weiß, es ist immer so. Drohne. Ja, egal. Neuer Versuch. Ich sollte wohl weitersuchen. Alles sauber. Da drüben geht's weiter. Weiter geht's. Hier ist niemand. Die Zielperson ist noch hier. Alles okay. Ich bin. Zentrale, sehen Sie etwas an dieser Tür? Ich sehe niemanden. Gut, hier ist nichts. Ich mache mit der normalen Patrouille weiter. Können wir. Das sieht nicht gut aus, Lockdown. Finden wir das Arschloch! Findet diesen Hacker, verstanden? Oder ausschwärmen und suchen. Halten wir die Augen offen. Das Nichtbefolgen führt zu
gewaltsame Maßnahme. Na, komm. Alles klar, dann drücken wir jetzt weiter. Das muss ich auf jeden Fall nochmal üben. Besprechen wir uns in der Zentrale. Nicht aktivieren! Waffen. Ah, ja. Schluss mit Spielchen. Ich brauche dringend Verstärkung. Ich komme dich holen. Warum Munition auffüllen? Von da kannst du deine Industriespionage vornehmen. Suchen wir die Schlampe. Drohne, Suche beginnen. Drohne, Perimetersuche initiieren. Ich sehe schon, hier sind überall so eine vielen Kleinigkeiten. Audios und Disketten wahrscheinlich. Ich glaube, hier ist niemand mehr. Ich weiß nicht ganz genau, ob ich jetzt ganz gut zu hören bin. Ich habe das Mikrofon ein bisschen umgestellt. Ja, super. Ich schicke jetzt die Daten. Verstanden. Ich sehe mir das Unternehmen genau an, während du dich in Sicherheit bringst. Also ganz ehrlich, ich würde eigentlich schon sehr gerne nochmal die ganzen Sachen hier durchsuchen. Aber das können wir auch später nochmal machen. Wir müssen ordnungsgemäß registriert sein. Ja, schnell weg hier. Schicken Standort eines 1033. Anweisungen folgen. Durchsucht das Gebiet, selbst wenn es ein Fehlalarm ist. Was haben wir, Bagley? Tja, ich habe den Ersatz für unseren Klienten gefunden. Es ist eine KI. Und auch noch eine ziemlich üble. Nicht mal ansatzweise so schlau wie ich. Die kann höchstens ein paar Millionen Menschen ersetzen. Heilige Scheiße. Ah, okay. Aus deiner Perspektive ist das vermutlich viel. Wenn du magst, können wir sie zerstören, bevor sie noch mehr Leute arbeitslos macht. Sollte klappen. Schick die Koordinaten an meine Optik. Bagley und seine lustigen Kommentare über die Unfähigkeit der Menschen. Okay, hier können wir auch noch eine andere Mission starten, Lieferung übernehmen. Ja, schön zu wissen, dass es so viele schöne Nebenmissionen gibt. Achso, zerstöre den KI-Plan. Gut, dann wieder zurück. Und wieder zurück. Falls das Mikrofon nicht ganz so gut funktionieren sollte, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich werde dann weiterhin versuchen, die Tonqualität zu verbessern.
Es wäre schön zu wissen, ja, ob es einigermaßen gut klingt. Nein, Zentrale. Die Zielperson wird kein Problem sein. Ist doch noch ein längerer Weg, als ich dachte. Karte. Ich mag immer lieber Autos fahren, als mal rumzulaufen. Codepläne der jobvernichtenden KI wurde in eine Kiste vor Ort gepackt. Das sollte sich durch etwas Zerstörungswut beheben lassen. Keine gute Idee. Weg hier! Aua! Wow. Was soll das denn hier, bitte schön? Ey! Lasst mich doch in Ruhe. Ergeben Sie sich. Bei Nichtbefolgung kommt es zur Gewaltanwendung. Gibt es hier irgendwo einen Eingang, wo ich da unten laufen kann? Ah, hier. Auch nicht schon wieder. Gut. Sie ist hier. Ich weiß es. Alles sauber, aber ich suche weiter. Bereich gesichert. Bereich gesichert. Drücke vor. Suche weiter. Sie muss irgendwo sein. Patrouillenmodus neu gestartet. Verraten kann man die. Aha. Für die eigenen Zwecke kann man die auch nutzen. Halt. Gut. Das Nichtbefolgen führt zu gewaltsamen Maßnahmen. Ergeben Sie sich. Bei Nichtbefolgung kommt es zur Gewaltanwendung. Ja. Fühlt sich eigentlich ganz gut, aber wir haben einen Daumen nach unten. Das heißt, wir können die noch nicht rekrutieren ohne O. Warnung, das Fortsetzen gesetzeswidriger Aktivitäten führt zur Verhaftung. Halt! Das Warum können wir da nichts machen? Ja, das ist doch blöd. Ergeben Sie sich, bei Nichtbefolgung kommt es zur Gewaltanwendung. Warnung, das Fortsetzen gesetzeswidriger Aktivitäten führt zur Verhaftung. Halt! Das Nichtbefolgen führt zu gewaltsamen Maßnahmen. Keine Bewegung, sonst werden Sie festgenommen. Schützt um jeden Preis. Ergeben Sie sich. Bei Nichtbefolgung kommt es zur Gewaltanwendung. Warnung. Das Fortsetzen gesetzeswidriger Aktivitäten führt zur Verhaftung. Das ist ja anstrengend. Wir sind hier, um Sie zu beschützen. Halt! Das Nichtbefolgen führt zu gewaltsamen Maßnahmen.
Zielperson aus. Das ist es. Zeit für dein Zerstören wie mal das Eigentum anderer Leute, Ding. Ja, schmeiß dich auf ihn. Auf ihn raus. Kommt es zur Gewaltanwendung. Halt, das Nichtbefolgen führt zu gewaltsamen Massen. Diese blöde Kampfdrohne ist mir jetzt sowas von egal gerade. Das Fortsetzen gesetzeswidriger Aktivitäten führt zur Verhaftung. Zögern Sie nicht, ein Verbrechen zu melden. Nichts in der Umgebung. Ich suche weiter. Reaktivieren den Truppenmodus. Ich mache das. Niemand zu sehen. Ich geh darüber. Modus neu gestartet. Ja, nee. Ich stelle mich sowas von blöd an. Tut mir leid, Leute. Normalerweise kann ich es als eigentlich schon besser, aber... Das ist auch schon ein bisschen länger her, wo ich Watch Dogs 2 gespielt habe. Da muss man sich erstmal wieder reinfuchsen. Jetzt hätte ich natürlich doch lieber diesen wunderbaren Spider-Bot, aber es könnte auch so funktionieren, da bin ich mir sicher. Dann sorg mal für etwas Zerstörung. Sonst werden sie festgenommen. Ah, oh, nicht schon wieder. Halt! Das Nichtbefolgen führt zu gewaltsamen Maßnahmen. Ergeben Sie. Oh, endlich. Weiß endlich, ich weiß nicht. KI erfolgreich ermordet. Begib dich jetzt in Sicherheit und ich überbringe unserem Freund die guten Nachrichten. Endlich! Ich habe endlich rausgefunden, wie ich schieße. Ich habe mich schon gewundert, ey. Das ist doch... So, aber jetzt geht's weiter. Boah, schnell weg hier. Schnell weg hier!
viele Schüler mit dem Roller zu fahren. Ich habe überraschende Neuigkeiten. Diese Person, die dich ersetzt hat, es ist gar keine Person, sondern eine KI. Im Ernst, die Kompetenz dieser Dinge ist ziemlich erstaunlich, oder? Die können inzwischen fast alles. Bitte was? Die Firma, die diese neue KI entwickelt hat, hätte eure gesamte Branche über Nacht vernichtet. Zum Glück hat sich DATSEC eingeschaltet. Danke. DATSEC sucht neue Mitglieder. Du solltest dich anschließen. Echt jetzt? Fuck, ja. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt nochmal zu dem einen Ort. Ein Funken Hoffnung. Da fahren wir jetzt nochmal hin. Das ist aber echt eine lange Schlange. Seht euch um, checkt jede Ecke. Ist genau wie in jedem Teil von Watch Dogs gewesen. Ich mag immer lieber mit Motorrädern fahren. Keine Ahnung warum, ich kann mit der Steuerung irgendwie besser umgehen als mit den ganzen Autos. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie Autos oder generell Fahrzeuge, die ich noch mag zu fahren. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwie ist. Es war in den ersten beiden Teilen auch so. Das war in den ersten beiden Teilen auch mit den Motorrädern so, also von daher. Ich wundere mich gerade, wo die Musik herkommt. Wahrscheinlich vom Motorrad. Ich habe nämlich eigentlich die Musik ausgeschaltet, aber scheinbar gibt es die Möglichkeit, bei Motorrädern auch Musik zu hören. So, ich würde mal sagen, wir machen im nächsten Teil weiter mit dem Funken Hoffnung und dann sehen wir uns im nächsten Part.